Hattest du jemals in deinem Leben das Gefühl, dass du mit einer Frau ein Heiß-Kalt-Spiel hattest? Dass du mehr der Frau gegeben hast, sie dir weniger gegeben hat, du da ein bisschen Abstand genommen hast und sie dann zu dir gerannt ist? Die ganze Zeit so ein Hin und Her war, so ein richtig toxisches Hin und Her. Darüber haben wir im letzten Live-Call mit meinen Klienten geredet und den Ausschnitt, den will ich dir jetzt zeigen, falls du mich nicht kennst. Mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und helfe dir dabei, der begehrte Mann zu sein, der du immer sein wolltest, damit das ganze Thema mit den Frauen einfach durch ist und du dir Gedanken um wichtigere Sachen machen kannst. Wenn du das gesamte Video anschaust, wirst du die Mechaniken dahinter verstehen, warum dieses Heiß-Kalt-Spiel überhaupt passiert, was du dagegen tun kannst und wie du dich davor schützen kannst. So, mit diesen Worten, viel Spaß. Ihr müsst an einem Punkt irgendwo sogar Mitleid für die Frau haben. Weil die spielt mit euch dieses Heiß-Kalt-Spielchen. Warum? Weil sie wahrscheinlich an einem Punkt gekränkt wurde. Irgendwas ist passiert in der Vergangenheit, dass sie sich gesagt hat, nee, weißt du was? Ich werde ab sofort die Macht haben in der Beziehung. Ich weiß, was ich tue. Und dann habt ihr mit dieser Frau zu tun. Diese Frau macht euch das Leben zur Hölle. Und sie macht das manchmal bewusst, manchmal unterbewusst. Ist eigentlich am Ende des Tages auch scheißegal. Nur euer Leben wird signifikant schlechter. Und ihr stellt euch mit dieser Person eine Zukunft vor. Ihr versucht, diese Person eventuell in eine Beziehung zu bekommen und so weiter und so fort. Und diese Person ist emotional, komme was wolle, nicht verfügbar. Aber ihr versucht es trotzdem. Immer wenn eine Frau solche Spielchen spielt, werdet euch bewusst, dass es letztendlich nur ein kleines Mädchen ist, welches gekränkt wurde, welches eine riesige Mauer aufgebaut hat und versucht, euch fernzuhalten und sich selbst nicht bewusst ist, was sie will und was sie nicht will. Und dass dieses kurze Machtgefühl, was sie über euch hat, für sie eine pure Erfüllung ist, weil sie ansonsten nicht das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben. Weil eine wirklich selbstbewusste Person würde das nicht tun. Eine wirklich selbstbewusste Person, der wäre es scheißegal. Okay? Das hattest du in unserem ersten Gespräch auch erwähnt gehabt, nicht ganz so detailliert, aber ungefähr. Und das habe ich so tief irgendwie im Kopf gehabt. Und als ich sie gesehen habe, ich habe sonst öfters echt dann so das Gefühl gehabt, boah, ich empfinde irgendwie Hass und bin wütend und warum macht sie das? Und es war wirklich an dem Tag so, dass ich mir dachte, so, ey, eigentlich tut sie mir leid. Und es war also unbewusst so, dass ich sie nicht ernst genommen habe. Was mir so ein bisschen Sorge macht, dass sie natürlich, wie gesagt, ich habe nichts von ihr gehört und alles ist cool. Ich habe auch nicht darauf gewartet jetzt, außer da kurz nach dem Feierabend. Ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass das wieder zurückkommt, dass sie sich natürlich noch mehr Mühe gibt und versucht, mir den Kopf zu verdrehen. Ich muss morgen zum Beispiel wieder arbeiten. Das wird Meine passieren. Frage. Die wird es wahrscheinlich irgendwie wieder versuchen. Ja, definitiv. Da bin ich mir auch sicher halt, ne? Weil umso mehr ich sie ignoriere, ich habe ihr erzählt, ne? Dann fing sie an mit, oh, ich habe einen Zusammenbruch und so einen Mist. Auf sowas kann ich eingehen. So, Ja. cool. Nice. Bro. Sagst du nice, Bro? Sag Bro. Oh, Digga. Hört sich echt nicht gut an. Scheiße. Hast du eine Freundin, mit der du darüber reden kannst? Du setzt der Frau einen plastischen Wert auf, den sie sich gar nicht verdient hat. Und du verringerst den Wert, den du dir selber gibst. Du solltest an einem Punkt lernen, einfach komplett loszulassen. Wo es gar nicht mehr darum geht, überhaupt eine Frau zu haben. Es juckt euch einfach nicht mehr. Guck mal, es ist noch nie was Gutes passiert, als ich einer Frau hinterhergerannt bin. Nie in meinem Leben ist was Gutes passiert da. Und wenn ihr keinen Bock habt, ey, dann ist es halt so. Zum Beispiel, eine hatte keinen Bock, mich zu treffen. Die hat voll die Faxen gemacht. Schreibt ihr mir von einer Woche, nach einem Monat, schreibt ihr mir von einer Woche so, jo, was machst du eigentlich? So, ich bin gar nicht da. Weißt du, ich bin im Ausland. So. Wir haben damals durch unsere Eltern, durch die Medien, durch irgendwelche Einflüsse gesagt bekommen, wenn du der Frau zeigst, dass du sie liebst, und dass du immer für sie da bist, dann wird sie dich lieben. Sie wird bei dir bleiben und so weiter und so fort. Weißt du, und du hast diese Geschichte dir so sehr verkauft, dass du an einem Punkt mit dieser Frau zu tun hast und ihr wirklich in den Arsch kriechst und sagst, ey Baby, ich mach das für dich, ich mach dies für dich. Manche machen es mehr, manche machen es weniger, aber grundsätzlich ist es dieses Hinterherrennen. Und die Frau ist so, ich will einfach nur einen Typen haben, der sich normal bei mir verhält. Der nicht die ganze Zeit versucht, sich zu qualifizieren. Und du qualifizierst dich, qualifizierst dich, qualifizierst dich. Und während du das machst, sagst du die ganze Zeit aus, während du ihr hinterherrennst, sagst du die ganze Zeit nur, ich bin nicht gut genug und ich versuche die ganze Zeit durch die Dinge, die ich tue und mache und sage, auf dein Level zu kommen. Weil ich ansonsten nicht gut genug bin. Weil ich ansonsten nicht gut genug bin. Und ich versuche die ganze Zeit das zu tun. Guck, ich sage nicht, dass du nicht ein Follow-up machen kannst, dass du nicht ihr schreiben kannst. Weißt du, dass du das gar nicht tun sollst. Das kannst du machen, aber geh da nicht mit so einem Text rein von wegen, warum antwortest du mir nicht? Ich dachte, wir mögen uns. Wenn sie dich wirklich mögen würde, würde sie dir antworten. Wenn sie es nicht tut, ey, ist in Ordnung. Guck mal.
Die Devise, die ihr haben solltet, ist, seid so eine gute Option, dass sie sich dumm vorkommen würde, wegzugehen. Und ihr wisst, wie sehr ich hinter diesem Statement stehe. Ihr sollt so eine gute Option sein, dass sie sich dumm vorkommen würde, wegzugehen. Die Sache ist die, hättet ihr so eine richtige Arschloch-Attitude, dann würde ich dir jetzt sagen an diesem Punkt, du brauchst mehr Empathie, du sollst mehr zuhören. Da das aber absolut nicht der Fall ist bei dir, sollst du Charakteristiken von der anderen Seite nehmen. Weil du bist perfektes Boyfriend-Material. So, zum Beispiel an diesem Punkt, was denkt ihr, was Frauen über mich denken? Bin ich Boyfriend-Material für Frauen? Come on. Bin ich nicht. Das ist eine Katastrophe. Die Frauen sind so im Leben mit der Nichts anfangen. Und wenn ich dann so eine leicht emotionale Seite zeige, sind die sofort so, oh mein Gott, what the hell? Weißt du? Also so, als würde so ein kleiner, weißt du, so ein kleiner Spalt sich öffnen. Das Tor von Narnia geht auf und sie sehen, was für eine andere Welt da plötzlich ist. Aber dann, boom, Tür ist wieder zu. Was ihr aber macht ist, ey, hier ist der Brief nach Hogwarts. Hier, bitte, nimm den. Du kommst zu Gryffindor, ich verspreche es dir. Wir können alles Mögliche jetzt hier reinstecken, das ist nur eine Metapher. Am Ende des Tages geht es darum, ihr seid gutes Boyfriend-Material. Ihr seid bereits empathisch, sehr empathisch. Aber ihr sollt gleichzeitig auch komplett Grenzen ziehen können und es soll scheißegal sein. Das heißt, ihr müsst konträre Ideen gleichzeitig im Kopf behalten, weil das heißt es letztendlich, schlau zu sein.